Was geht ab, meine lieben Freunde? Vor etwa 2 Monaten schockierte Cero Dix ein Newcomer mit einem Video. Er erklärte aus dem Krankenhaus, dass er von Polizeibeamten in einem Polizeipräsidium geschlagen wurde. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, blende ich einen Link ein und ihr könnt euch das Video anschauen. Später veröffentlichte Cero Dix auch Bilder von seinem Gesicht. Aufgrund von Sauerstoffmangel hatte sein Gesicht lila-rote Punkte, ein Anzeichen für Erstickungssymptome. Zudem wurden ihm 2 Rippen gebrochen. Dadurch konnte er einige Wochen schmerzfrei atmen. Er berichtete immer wieder auf Instagram, dass viele ihm Hassnachrichten schreiben und ihm diese Geschichte nicht glauben. Viele warfen ihm vor, alles aus Promo-Zwecken zu machen. Doch nun veröffentlichte er ein Video und ein Schreiben der Polizei. Ein Kriminaloberkommissar gibt darin ein Statement zu dem Vorfall ab. Demnach habe eine interne Untersuchung die Vorwürfe des Rappers bestätigt. Infolge dieser Erkenntnisse wurden die beteiligten Polizisten vom Dienst freigestellt. Außerdem entschuldigt man sich im Namen der bayerischen Polizei für den Angriff. Das ist definitiv eine positive Nachricht. Zumindest sollten die Hate-Kommentare aufhören und hoffentlich entschuldigt man sich bei ihm, da man ihm nicht geglaubt hat. Dass solche Vorfälle untersucht werden, zeigt aber auch, dass wir in einem Rechtsstaat leben und uns glücklich schätzen können. Trotzdem will der Newcomer es nicht dabei belassen, was natürlich sein gutes Recht ist, und will rechtliche Schritte gegen die Polizei einleiten. Ich blende sein Video-Statement ein und in der Infobox findet ihr sein Instagram, falls ihr ihn supporten möchtet. Viel Spaß! Wo fange ich an, Leute? Heute mal auf jeden Fall mit ein paar Infos für euch. Und zwar geht's um den Vorfall, welcher mir vor ein paar Wochen mit der Polizei widerfahren ist. Und da haben mich viele Leute gefragt, ja Bruder, was ist passiert? Wie ist die Sache ausgegangen? Wie ging es weiter? Ich habe tatsächlich heute einen Brief vom Kriminalfachdezernat aufgemacht. Dachte mir anfangs, Digga, wieso schreiben die mir schon wieder? Was wollen die von mir diesmal? Was passiert da eigentlich? Und lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt es euch auch da gleich im Anschluss nochmal durchlesen. Ich werde das auch hochballern. Es wurden ein paar Beamte vom Dienst freigestellt. Also inwiefern ich das zu deuten habe, weiß ich auch nicht, ob da die Leute vielleicht ja beurlaubt wurden unter Bezahlung, ob das vielleicht eine Woche ist, ein Tag, ob die komplett entlassen wurden, steht nicht drin, wird nur gesagt, ey Bre, chill, wir haben das für dich geklärt und dementsprechend bin ich natürlich nicht ganz zufrieden, ist ein erster Schritt, aber wenn man sich bedenkt, für all das, was mir an dem Tag angetan wurde, für all die rechtsradikalen Aussagen, die gebrochenen Knochen, die ich hatte, die Erstickungssymptome, also die hätten mich ja fast umgebracht. Und ich habe selbst die Bilder gesehen und ich sage das auch nicht einfach so, ich werde fast abgekratzt an diesem Tag. Für all das zu sagen, ey, ein Brief und wir haben die freigestellt, Cero Bre, chill, ist es nicht genug. Und schaut euch das mal an, sagt mir auf jeden Fall, was ihr davon haltet, das wäre für mich sehr wichtig zu wissen. Auch danke an der Stelle nochmal an jeden, der oder an jede, die uns geschrieben haben, die irgendwie versucht hatten, da zu sein, die eben Genesungswünsche mir durchgerufen haben. Das wusste ich wirklich sehr zu schätzen in dieser schwierigen Phase. Auch wenn ich nicht antworten konnte, ihr seid alle tief in meinem Herzen, ich habe das alles wahrgenommen. Was halt natürlich das Problem ist, und das muss man auch ehrlich sagen, jetzt kann natürlich jeder Polizist, der irgendwie keine Urlaubstage mehr frei hat, sagen, ey, weißt du, ich habe keine Urlaubstage mehr frei, mache ich halt mal eine Kackaktion bei irgendeinem Schwarzkopf und krieg dann halt ein paar Tage Freistellung, kann dann in 5-Sterne-Hotels in Antalya mein Leben chillen. Das ist halt wirklich die Konsequenz daraus und deswegen, genau aus diesem Grund, werde ich das nicht dabei stehen lassen. Der Brief ist sehr formell geschrieben, nochmal höflich auch ausgedrückt, aber also, ich sage euch ehrlich, wie es ist, wir werden es nicht dabei belassen. Auch Grüße an meinen Anwalt, wirklich heftige Leistung. Also der Anwalt, den ich habe, der ist einfach der krasseste. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Genießt ihr euer Wochenende und dann hört ihr auf jeden Fall bald von mir. Euer Brice Rudi. Seit 2 Wochen ist die Bushido-Doku unzensiert veröffentlicht und führt die Liste der meistgesehenen Serien auf Amazon Prime an. Die Doku sorgt fast täglich für Schlagzeilen und in den letzten Wochen haben sich viele Rapper zu dieser Doku geäußert und man hat den Eindruck, dass immer mehr Bushidos Entscheidung verstehen können. Doch obwohl eins der Hauptthemen der Doku Arafat Abu Shaka ist, von dem sich Bushido nach langjähriger Zusammenarbeit getrennt hat, hat Arafat sich nie richtig zu Wort gemeldet. Allgemein hat man den Eindruck, nie wirklich die Sicht des Managers gehört zu haben. Und immer mehr Stimmen werden laut und erzählen vom Monster Arafat. Dabei hat er nie wirklich die Möglichkeit gehabt, seine Sicht zu erzählen. Kürzlich hatte es Ali Boumaier versucht, doch es war nur ein 10-Minuten-Video und sollte eigentlich nur eine Einführung sein. Allerdings hat er sich kürzlich von seinem Cousin getrennt und wahrscheinlich hat Arafat erneut keine Möglichkeit, zu Wort zu kommen.
Weshalb es so ist, beantwortete er gestern in einem Gespräch mit dem TikToker und Comedian Abid. Den Link zu seinem Kanal findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Abid, der meiner Meinung nach öfter solche Gespräche führen sollte, stellt Arafat unter anderem die Frage, weshalb er sich zu den ganzen Vorwürfen bis jetzt nicht äußert. Dabei erklärt Arafat, dass er vor Gericht stehe und ihm untersagt wird, über die letzten Jahre zu sprechen. Zudem erklärt Arafat, dass er nicht verstehen kann, weshalb Bushido ihn in der Doku beleidigt, wenn er so eine große Angst hat. Eine Frage, die auch Manuelsen kürzlich gestellt hat. Zudem bezichtigt er Bushido der Lüge und behauptet, dieser würde seine Lügen nur so oft wiederholen, damit die Leute am Ende seine Version der Geschichte glauben. Er erklärt auch, dass er irgendwann selbst angefangen habe, an sich zu zweifeln. Aber nun genug von mir, ich blende euch die wichtigsten Sequenzen ein. Viel Spaß und Peace out. Jetzt sage ich dir, die Doku wurde gedreht 18 bis 20, okay? Ja. Also von 2018 bis 2020. Weißt du, wann ich angefragt wurde? Ende 2021. Also was ist das für eine Verarsche? Jetzt wurde es angefragt. Ja, und sie wissen ganz genau, ich stehe vor Gericht und kann eh nicht antworten. Also deswegen kann ich auch kein Interview geben, ich kann gar nichts machen. Wenn ich irgendwas machen sollte, mache ich es vor Gericht. Fünf USD? Ja, klar. Aber deswegen, was ich jetzt gemeint habe, ist, ich mit Schmutz beschmeißen und er weiß ganz genau, ich stehe vor Gericht und kann erstmal nichts sagen. Ja, wenn ich die ganze Zeit schreibt, ich schreibe dir, warte, King Bushido, King Bushido, warte ganz kurz, dann geht doch zu seinem Portal, was sucht ihr denn hier? Boah, Yvonne, Alter, ich küsse dein Herz, dankeschön, dankeschön. Bro, aber was ich gemeint habe... Guck, Habibi, hast du gesehen? 7.000 hast du auf einmal bekommen. Yvonne. Arafat, was ich gemeint habe, was ich dir sagen wollte. Du, ja. Guck mal, in deinem Livestreams sehen dich die Leute und die schreiben auch bei mir, hä, Arafat ist ganz anders, wie ich dachte. Das meine ich. Arafat ist ganz anders, wie ich dachte. Das schreiben so viele Leute. Abid, aber er sagt doch, du wirst schon verurteilt. Entschuldigung, du bist schon verurteilt. Du brauchst nicht auf eine Verurteilung zu warten. Du bist verurteilt, weil die Gesellschaft dich schon verurteilt hat. Du musst dir vorstellen, du fängst an, mit Medien zu arbeiten. Okay? Wie Axel Springer, Spiegel TV, wie die ganzen Klatschkacke. Und die schreiben nur, guck mal dies, guck mal das, guck mal dies, guck mal das. Du bist doch schon verurteilt, du hast eine komplette Vorverurteilung. Also die warten nicht, ist nicht die Unschuldsvermutung. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Engel oder so. Aber wartet doch ab, was das Gericht sagt. Aber nein, sie machen Druck, 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 Druck. Und dann bist du schon vorverurteilt. Und die meisten hier, die urteilen sowieso ab, weil sie irgendwo mal eine Sendung gesehen haben, weil über dich berichtet, aber die kennen die Person nicht. Also wenn ich jetzt irgendwas sehe im Fernsehen, ganz ehrlich, ich kann das gar nicht glauben. In deinem Livestream sehen dich die so anders von dir, weil die denken, hey, der ist doch ganz normal, der ist doch ganz nett. Ey, ganz ehrlich, ist mir auch egal, was die denken, nett oder nicht nett. Wenn, ich finde, jeder sollte sich eine Meinung bilden, wenn man die Person kennt oder, ja, das heißt ja nicht, weil ich, du musst dir vorstellen, der andere ist nur einfach, der nutzt seine Reichweite aus und hofft. Guck mal, es gibt so ein Sprichwort. Wenn du eine Lüge immer wieder erzählst, immer wieder erzählst, immer wieder erzählst. Wird sie zur Wahrheit. Du glaubst das irgendwann. Ja, klar. Glaubst du mir, Abid? Ich erzähle dir jetzt was. Eine Lüge wurde die ganze Zeit erzählt. Irgendwann habe ich an mir selber gezweifelt. Ist das wirklich vielleicht so passiert? Seitdem haben wir gesagt, so, du wirst so Psycho. Dann habe ich mir wieder was angehört und sage mir einfach, das verfluchte Arschloch ist nur am Lügen. Verstehst du? Aber dieses immer wieder Lügen, dann hofft er natürlich, ey, hoffentlich glauben mir 80% reicht mir. Oder wenn ihn 20% glauben, seine ganze verblendeten Fanbase, ja, ich wette mit dir, wenn er kacken geht und sagt, ey, ich hab nicht hier kacken, wir haben ihn gesehen kacken, die würden sagen, ja, wir glauben dir. Ja, das ist halt diese Loyalität zum Künstler, zum Meister. Das hat doch quasi Loyalität nichts zu tun. Du kannst doch einen Künstler trotzdem gut finden, seine Musik gut finden, aber sagen, hey, das, was du da machst, ist einfach scheiße. Das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich muss jetzt, sagen wir mal, vielleicht ein Künstler, der privat nur absolut scheiße baut, rumlügt, tut, und macht aber eine coole Musik. Ich kann doch trotzdem seine Musik hören. Aber sagen, ey, was du da machst, ist absolut verheuchelt. Ja, safe. Stimmt auf jeden Fall.
Ist so eine andere Sache, dann frage ich mich, jetzt ganz ehrlich, was soll so ein LKA-Beamter denken? Oder so ein Personenschützer? Jetzt überleg mal ganz kurz. Jemand hat Personenschutz, ja, und nennt mich Schweine-Nadoku. Nennt mich Punkt-Punkt-Nadoku. Aber wenn der so eine Angst hat, warum nennt er mich denn so? Beispielsweise. Der LKA-Beamter, das muss ich auch sagen, aber du kannst doch allen in Gefahr bringen. Vielleicht tick ich aus und sage, ey, was machst du da? Ich lasse mir das nicht bieten, wie du mich beleidigst. Aber du bist doch die Person, die angeblich Angst hat. Warum machst du das in der Doku? Also, dieses Provokante, wozu? Ja, dann frage ich mich, was machst du da eigentlich? Und glaub mir. Ich glaube, ja, man kann das gar nicht nachvollziehen, so als Außenstehender. Was kannst du auch nicht. Und wie gesagt, ich bin vor Gericht und ja, das hat er doch früher auch gemacht, wo ich mal ein bisschen gequatscht habe, beispielsweise auch auf Clubhouse. Und dann, wenn ich Gerichtstermin hatte, kam immer sein Anwalt, ja, der redet im Clubhouse über da und da, warum redet er nicht hier? Egal wie. Es ist schon so, ja. Und dann setzen sich, du merkst doch, wer kommt denn in seiner Doku vor? Die Spiegel-TV-Leute, Axel-Finger dreht das. Da merkst du doch, was für eine Maschinerie dahinter steckt. Ja, klar, aber deswegen habe ich gesagt, was ich machen würde, also ich als Abed, wenn die Leute über mich reden würden. Wenn du, als Abed. Ich komme zu euch, kommt mal her. Jetzt rede ich mit euch allen, schneidet, wie ihr wollt danach, fertig. Nein, aber du stehst doch vor Gericht, kannst du doch nicht machen. Ja, wie meinst du? Solange du vor Gericht stehst, ja? Ja, okay, ja, wenn das jetzt nicht wäre. Okay, wenn das nicht wäre. Recht. Verstehst du? Du hast recht, ja. Er hat seine Zeugenaussage gemacht. Er ist trotzdem immer noch Nebenkläger. Ja, das kriege ich noch nicht zu Ende. Und guck dir mal, was für ein Unfug die ganze Zeit macht. Ja, du hast recht. Aber gut, egal, lass uns das Thema wechseln. Ich habe gar keinen Bock auf den.